ist die Salve. Ja, heute Donnerstag und es ist mal wieder Zeit für... Tick, tock, tick, tock, tick, tock. Nachrichten, Leute. Ja, TikTok-Nachrichten am Donnerstag. Leute, wer hätte gedacht, dass wir jetzt letzte Septemberwoche, es geht bald fleißig in den Oktober. Jo, wer hätte gedacht, dass wir noch einen Donnerstag bekommen? Ja, ich nicht, Alter, aber ich hab schon, ja, jetzt Monat bald rum und ja, nächste Woche schon rum. Ja, nächste Woche schon rum und das bringt mich direkt daran, euch zu erinnern, ja, dass ihr schon Vorbereitungen treffen könnt für #Wunsch-Challenge. Oktober. Okay, Leute? Ja, also denkt dran, ihr könnt schon ein paar raushauen. Weißt du, gar nicht so verkehrt. Ja, du kannst dann ein bisschen dein Hashtag schon mal ein bisschen vormogeln und so weiter. Und warum nicht? Warum nicht? Ja, ja, Leute, ja, sonst die Woche alles gut, alles okay. Ja, ich war ein bisschen auf Geschäftsreise gewesen. Ja, ich musste auch manchmal ein bisschen ja, Business machen. Ja, Leute, ob ihr glaubt oder nicht, ich kann nicht den ganzen Tag hier so, ne? Ja, ich muss auch arbeiten. Ja, ein bisschen Business machen und ja, da muss ich manchmal ein bisschen herumfahren, Leute besuchen und so und Hallo sagen und ah, ja, Chin und so weiter und dann, ja, dann läuft. Ja, dann läuft. Ansonsten, Leute, ja, starten wir natürlich wie immer direkt in die #Challenges der letzten Woche. Ja, der letzte Woche und ja, da ich ja gar nicht so aktiv war letzte Woche, habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Ja, ich habe gar nicht so viel mitbekommen, was passiert war und ich habe nur eben Nachrichten reingeflattert. Alter, die Fußball-EM 2024, die wird in Deutschland stattfinden. Hä? Ja, die EM, ja, habe ich gerade eine Nachricht bekommen hier. Und ja, ja, gut, okay. Also, alle freuen sich, ne? Alle freuen sich, aber bis dorthin kann auch viel passieren. Ja, ja, egal. Auf jeden Fall, Leute. Ja, wo war ich denn geblieben? Achso. Ja, Hashtag-Challenges. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel mitbekommen. Und ja, ich muss jetzt gerade mal schauen, Leute. Wo wir hier starten mit, ja, natürlich, letzte Woche am Donnerstag, ich habe irgendwie, ja, ich habe verschlafen, irgendwie The Miss You Challenge, ja, die ist reingeflattert, letzte Woche schon Donnerstag und, ja, ich habe es irgendwie gar nicht so registriert, ich hatte es irgendwie auf dem Schirm, hatte es gar nicht registriert, also die gehört eigentlich in die letzte Woche, ja, aber egal, ich nehme die jetzt durch und, ja, es geht darum, was dir am meisten fehlt, ob Freundin oder Oma, egal. Ja, du sollst einfach kreatives Video machen, halt, ja, The Miss You Challenge. Und ja, hau einfach raus und du kannst ein bisschen malen, du kannst künstlerisch ein bisschen kreativ sein, ja, porträtmäßig. Schau einfach, was geht. Und wenn du Bock hast, mach bei die Challenge mit. Ja, dann, Leute, ey, kick and run. Ja, kick and run. Habt ihr gesehen? So, und dann, ne? Ja, ja, klar, witzig. Klar, kennt ihr gar nicht. Ja, kennt ihr gar nicht. Das ist so bei uns der Slang hier. Ja, klar, ja. Aber, ja, auf jeden Fall, ja, kick halt deine Schuhe aus und hau ab, ja? Und, ja, ist halt kreativ, wie du überlegst, wie du machst, ja? Wenn du dir was Schönes einfallen lässt, schön Hashtag rein und, ja, dann kommen wir schon direkt zur nächsten Challenge. Ja, Outfit Change, ja. Alte Salve, sowas hatten wir doch schon, ich weiß nicht, wie oft irgendwie, zeig uns dein Lieblingsoutfit und so weiter, Challenge. Ich weiß nicht, wie oft wir sowas schon hatten, ne? Ja,
Ich weiß nicht, wie oft wir sowas schauen, aber ich habe geschätzt ungefähr 10 Mal mindestens. Ja, und schon wieder ist einer am Start. Eine Outfit-Change, ja, einfach ein bisschen wechseln, die Kleider und ja, ihr könnt euer neues Herbst-Outfit zeigen, wenn ihr wollt, also wenn ihr Bock drauf habt. Oder ihr zeigt auch was anderes, das ist eigentlich egal. Und ja, schon habt ihr das eigentlich, ja, wenn ihr Hashtag nicht vergesst, Chance hier bei der Outfit-Change mitzumachen. Ja, dann geht es weiter, Leute, mit Hide and Seek Challenge. Hide and Seek Challenge? Ja, Ding Dong. I know you wanna play this Hide and Seek. Ja. Leute, ey, Hide and Seek Challenge. Ja, schaut euch einfach mal an. Wenn ihr Spaß daran habt, macht da mit, haut die Dinger raus und ja. Dann hier die nächste Challenge, die am Start war, Leute. Die nächste Challenge ist mal wieder ein Challenge, wo ich sage, okay, ja, die ist echt cool. Also die ist echt cool. Ich habe auch schon überlegt, soll ich was machen und so. Und mal abwarten. Vielleicht fällt mir noch was ein. Und aber ich will nicht so normal halt. Ihr kennt mich ja. Ja. Und deswegen muss ich mir ein bisschen was ausfallen lassen. Ausfallen? Einfallen? Aus oder einfallen? Also erst musst du dir was einfallen lassen, um was ausfallen zu lassen, oder? So habe ich es nie betrachtet, aber wenn du sagst. Ja. Leute, ja. Sneeze and teleport. Ja. Ihr könnt euch einfach mal reinziehen und ja. Haut rein, ja, haut rein. Copycat Challenge, Leute, ist die nächste Challenge, ja, die ansteht. Und ja, es geht im Prinzip um Sid, ja, Sid von Ice Age. Und der hat so Grimasse halt gemacht, ja, so. Keine Ahnung. Die suchen sich ja auch immer irgendwie die schärfste Challenge irgendwie raus. Und ja. Der hat halt so gemacht und jo, die Leute machen halt nach halt. Ja, Copycat Challenge nennt sich das Ganze. Ihr könnt es euch einfach mal anschauen. Ist schon ganz witzig, wenn die Leute Alga hier so. Und oh, ja, das war's eigentlich dann schon, oder? War's das schon? Ja, nee. Es gibt noch, und zwar hier, the Blindfolded Make-up Challenge, ja, the Blindfolded Make-up Challenge, Leute, und ja, ihr sollt, ja, eigentlich ganz witzige Challenge, ohne Witz, ja, ganz witzige Challenge, ihr sollt einfach eure Freundin oder von mir aus auch Freund eigentlich. Ich finde gar nicht so schlecht, wenn steht hier Freundin oder deinem Freund, genau. Ja, oder deinem Freund halt einfach ein Make-up verpassen. Ja, und den schminken. Allerdings halt, ja, mit verbundenen Augen. Ja, mit verbundener Augensalbe. Also, man darf dich nicht sehen. Und ja, da müsste ich mir aber erstmal Freund oder Freundin hier suchen. Der dir Spaß mitmacht, ja, mit Salbe geschminkt zu werden. Ich hatte ja mal schon mal damals, ich weiß nicht, einige von euch können sich vielleicht noch dran erinnern, mit Dorina damals eine Schminksession, eine Beauty-Session gemacht und ja, das war ja live. Jo, ey, Leute, live war das. Und ja, jetzt gibt es halt diese The Blindfolded Make. Challenge und ja, halt, zieht sie euch rein und probiert mal euer Glück, wenn ihr so ein bisschen Amsel, Fink und Star und die ganze Vogelschar. Ne? Wenn ihr so ein bisschen flink oder was wollte ich eigentlich sagen? Flink, Fink, Pink. Nee, Leute, keine Ahnung. Wenn ihr halt so ein bisschen Spaß beim
Schmink, ja, Schmink. Wenn ihr, jo, wenn ihr so ein bisschen Spaß am Schminken habt, und dann ist das auf jeden Fall eine schöne Challenge, ja. Ja, Leute, ansonsten, ja, gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Und ja, ich war auch gar nicht so viel aktiv. Ja, es gibt noch hier ein, zwei neue Filter. Und dann gab es hier so, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dieses Spiel. Also ich habe schon irgendwie Video damit gemacht. Bei mir hat es aber auch ein bisschen zeitlich irgendwie war versetzt. Und hat nicht ganz geklappt, aber ich weiß nicht, hat es jetzt an meinen Akku gelegen, wenn mein Akku ziemlich down ist, dann klappt das auch manchmal nicht. Aber jo, ich habe mir überlegt, komm, haust einfach mal dieses Game raus, dieser neue Game-Filter, wo die gemacht haben, ja, mit diesen Sachen essen. Jo, also wir hatten ja schon mal sowas Ähnliches, wenn ihr euch auch dran erinnert. Und diesmal ist auch ein bisschen anders. Und naja, wir warten mal ab, jo, was noch so auf uns zukommt. Ja, irgendwie so langsam, ja, jo halt, ne? Sonst geht ein bisschen irgendwie Luft raus. Könnte noch mal ein bisschen irgendwie was gemacht werden, aber nicht immer irgendwie alles so too much. Ja, ist mittlerweile so viel unnötige Filter auch am Start jetzt. Und ja, das ist natürlich echt schon stramm, wenn du hier Filter-Dinger aufmachst und du hast 1000 Auswahlmöglichkeiten zwischen dem und dem und dem. Und ja, dann bin ich heute Abend noch nicht fertig mit, welche Filter habe ich ausgewählt. Und da, Zeit ist weg. Ja, habe ich gar kein Musical.ly gemacht. Musical.ly, TikTok meinst du? Ja, TikTok. Aber ich habe bewusst Musical.ly gesagt, weil, ja, es gibt echt immer noch Leute, ich finde immer noch Leute, die bei TikTok sagen, ich mache jetzt ein Musical.ly und so weiter. Und es gibt echt noch viele. Wenn du dazugehörst, dass du vielleicht auch noch sagst, ey, komm, ich mache ein Musical.ly. Salve ist ihr größter Musical.ly-Fan ever und vor allem Lively, absoluter Best Lively-Fan forever. Und ja, schade, dass die irgendwie so jetzt halt weg sind. Ne? Ja, aber egal, auf jeden Fall ja, habe ich mir überlegt, ja, dass ich so halt ja, Video, dass ihr unter meinem Video halt diese Kommentare schreiben könnt, falls ihr, ja, falls ihr, ja, was soll ich sagen? Egal. Leute, ich laber heute wieder ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich wollte ich mich beeilen, ja, weil ich wollte noch ein bisschen live gehen heute, Donnerstag. Und ja, ich sollte auch nicht so lange quatschen. Wir haben jetzt schon wieder gleich 6 Uhr. Ich muss das alles noch hochladen. Sind schon wieder 13 Sekunden. Und ja, ich weiß auch nicht. Aber Aussicht auf Wetter, also im Moment, ey, Leute, man kann sich nicht beschweren. Es ist zwar morgens richtig kalt geworden. Ja, also komplett die Spaghetti kalt und du kannst gar nicht mehr so mit Kurzsachen und so weiter rausgehen, aber die Sonne scheint. Tagsüber die Sonne scheint, mega Wetter, heute noch mal richtig warm, ich weiß nicht, 25 Grad, also besser kann eigentlich Herbst und so, Herbstwetter erstmal gar nicht sein. Ne? Ja, und ja, wir hoffen irgendwie, so geht weiter, das bleibt Wochenende stabil und ja, Leute, ansonsten, falls ihr irgendwas auf dem Herzen habt, ihr wisst, ich bin wieder am Start, ihr könnt mir gerne schreiben und so weiter, wie immer, ihr könnt wie immer Duett gewinnen, wenn ihr euer TikTok-Name in die Kommentare von YouTube-Videos schreibt und ja, dann war's das eigentlich, oder? Haben wir was vergessen? Ne, wir haben nichts vergessen, oder? Ne, wir haben alles. Gut, ja, ja, oder? Leute? Ja, denkt an die Hashtag Challenge Oktober, Wunsch-Challenge und ja, haut raus. Ich wünsche euch schöne Woche, schönes Wochenende. Ich hab euch lieb und passt auf euch auf. Yeah.